Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 2205. Und genau wie beim letzten Mal werden wir jetzt hier starten, indem wir in den Archaeaschollen Quantencomputer und Neuroimplantate herstellen. Suchen Sie den Ort unseres Projekts auf. Denn wir sind hier ganz kurz vor unserem Ziel. In Ihre Verantwortung. Sammeln Sie Rettungsboot mit Ihrem Fahrzeug auf. Komm, das machen wir auch nochmal eben. So. Kann das mal eben machen. Währenddessen kümmern wir uns um weitere Quantencomputer und weitere Neuroimplantate. Neuroimplantate hatte ich ja jetzt hier neu. Um auch hier ein bisschen mehr... Ups. Was habe ich gedrückt? Irgendwas habe ich gedrückt. Das war das nicht geplant. So, plus 12. Wie viel brauchen wir wieder? Wir müssen mal eben nachschauen. Passt schon. Gut. Plus 12 ist okay, da brauchen wir wahrscheinlich mehr Molybden, genau. So sieht's aus. Das war nochmal einen neuen Bergbauplatz. Nur zu. Hier haben wir noch eine Unterversorgung, so. Jetzt brauchen wir wieder mehr Arbeitskräfte. Das ist schwierig. Müssen wir hier hinten eigentlich mal langsam ein Gebiet erschließen. Man hier durch? Ja, das ist doch schon mal schön. Aber das geht natürlich so nicht. Wer hat was von Entbehrungen gesagt? Denn der muss natürlich hier an die Straße. Naja, so viele Leute sind das jetzt nicht gerade, die wir hier haben. Wir brauchen Stimulantien, aber das kommt gleich. Erstmal möchte ich hier Quantencomputer noch mehr herstellen. Hier darf leider nichts mehr dran. Das heißt, ich muss da nochmal eine neue bauen, eine neue Fabrikanlage. Die können wir vielleicht mal irgendwo hinbauen, wo wir noch Häuser hinsetzen wollen. Hier eigentlich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Wir könnten auf der anderen Insel das machen. Machen wir aber nicht. Wir setzen hier einen hin. So, dafür fehlen uns allerdings jetzt noch Qubit-Prozessoren, die wir hier herstellen. Von dem wir auch schon wieder keine mehr bauen können. Das ist ja ein Ding. So. Jetzt stellen wir wie viel her? 3. Uns fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Eis, aber ich glaube, wir müssen auch 6 herstellen. Da sind es immer noch 3. Wahrscheinlich, weil wir hier nicht genug von haben. So. Jetzt brauchen wir noch Superkühler. Das werden genug. Und wir müssen ein bisschen mehr Deuterium und Stimulantien herstellen. Und ich weiß, wir müssen noch mehr Bewohner haben. Hier passt leider wirklich nichts mehr hin. Naja, ihr müsst jetzt davon... Braucht ihr eine Gemeinschaft noch mehr? Aber die brauchen auch wieder Arbeitsplätze. Das ist ja alle was. So, aber wir haben genug Arbeitsplätze, so wie es aussieht. Brauchen nur noch ein bisschen mehr Deuterium. Und wir brauchen ein paar mehr Stimulantien. Stimulantien. Die klare Luft, der glitzernde Schnee. Es ist ein kleines weißes Paradies. So, wo können wir denn noch Stimulantien herholen? Hier. Die sind aber voll. Das heißt, da müssen wir auch nochmal ein neues Pharmalabor bauen. Komm, das machen wir jetzt mal hier drüben hin. Zack. So, 0. Aber uns fehlen ein paar Tiefseekorallen. Können wir davon noch mehr bekommen. Hier sind alle voll, da sind alle voll. Hier sind überhaupt keine Bauplätze. Hier ist Deuterium. Nur zu. Ja, dann machen wir das aber auch direkt hier oben, würde ich sagen. Rein. So. Immer noch minus 2, nee, 0. Das passt. Ihr wollt ein bisschen mehr Saft haben, das könnt ihr bekommen.
aber im Austausch müsst ihr natürlich auch ein bisschen was liefern. Was ihr allerdings sehr, sehr ordentlich macht im Moment. So, auf 12. Verarbeite Informationen. Das soll euch doch gefallen. Können wir mal eben dieses Ding hier wegnehmen. Ich weiß, ihr seht hier auch immer ein bisschen wenig, weil da mein Bild drüber ist. Aber ihr seht ja immer, was ich hier auswähle in der Karte. Also wenn ich hier die Routen selber auswähle. Verarbeite Informationen. Hoffentlich läuft mit dem Auftrag alles glatt. So. Verarbeite Informationen. Und jetzt geht's wieder in die Viridische Bucht und dann schaffen wir es hoffentlich, hier unseren Auftrag zu erfüllen. Eigentlich sollten jetzt genug Leute hier kommen, oder? Es steigt auf jeden Fall. Und es sind ja nur noch knapp, oder gut 300, jetzt nur noch knapp 300. Da sieht's so aus, als würden wir gleich die 150.000 brechen. Wir treten natürlich vorher schon mal schnell den Sektor, bevor wir das geschafft haben. Und da haben wir es geschafft. Neues Gebäude verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Und zwar unseren Firmenhauptsitz. Den können wir bauen. Das wäre natürlich geil, wenn der hier hinpassen würde. Aber passt natürlich genau nicht. Wir können den hier an den Rand stellen. Aber eigentlich muss der ja mitten rein, oder nicht? Ach komm, wir setzen ihn hier hin. Zack. Oh, da kann man Module ein dran setzen. Ein architektonisches Wunder. Es kann keine Zweifel mehr geben. Die Big Five gehören der Vergangenheit an. Jetzt sprechen wir von den Big Six. Aber ich kenne sie lange genug, um zu wissen, dass sie noch nicht am Ende angelangt sind. Sie haben sicher schon Pläne, wie sie sich weiter übertreffen können. Ja, wir bauen nämlich jetzt hier noch Module an. Wir können Flügel des Hauptquartiers, Kreuzung des Hauptquartiers, Terminal des Hauptquartiers. Dazu sollen wir einfach 5 beliebige bauen. So. Ich würde das jetzt gerne so ineinander übergehen lassen. Gibt es hier so eine Kurve nicht? Terminal darf ich nicht, weil ich irgendwas nicht habe. Jetzt fehlen uns hier Baubots und Biopolymere. Wie sieht es mit unserer Bilanz aus? Ziemlich gut. Dann würde ich fast sagen, neue Transferroute für Baubots von hier nach dort. Ja. Ihre Lieferungen sollten rechtzeitig eintreffen. Und neue Transferroute für verarbeite Informationen. Biopolymere. Zack, zack. Zack. So, die Waren müssten bald eintreffen. Jetzt wird das hier alles wunderbar geboostet, wie wir hier sehen. Verbindung wird hergestellt. Und dann können wir nämlich hier noch ein paar Sachen dran setzen, so wie wir das wollen. Terminal. Jetzt. Und das heißt, wir müssen jetzt noch ein Modul anschrauben. Dafür müssen wir wieder 100 haben. Dann schleunigen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. Denn ich will natürlich jetzt hier diesen Auftrag auch noch eben ausfüllen. Sie sind unglaublich. Als ich Sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich schon, dass Sie es weit bringen. Und Sie waren auf dem Mond und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. So sieht das immer noch schöner aus. Alles, was noch kommt. Ja, war das jetzt die Hauptquest, die wir abgeschlossen haben? Aber 29 Missionen wäre irgendwie komisch, oder nicht? Müsste doch schon zumindest 30 sein. Aber es sieht so aus, als würde jetzt hier nichts mehr kommen. Naja, wir wollen aber auf jeden Fall noch dieses Monument hier vervollständigen. Was brauchen wir denn dafür? Halten Sie einen Qubit-Prozessorenüberschuss. Oha. Das ist aber ein Auftrag. Soll ich das denn machen? Also wir müssen da wieder in die Arktis gehen, ne? Qubit-Prozessoren sind halt eigentlich auch überhaupt nicht das, was ich machen will. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wir könnten hier übrigens jetzt schon Sachen übernehmen. Dazu bräuchten wir allerdings mehr Credits, 3,5 Millionen. Ich würde sagen, wir können diese Routen jetzt auch schon wieder löschen. Erledigt. Diese Route ist Geschichte. Dadurch werden Kapazitäten frei. So,
Können wir von euch eigentlich Fibit-Prozessoren kaufen? Für wie viel? 139 Credits. Wir sollen 20 Credits halten. Einen Überschuss von 20 halten, oder wie war das? Für 15 Minuten. Ich würde sagen, wir machen uns mal ein bisschen einfach, oder? Wir sollten eigentlich genug Geld bekommen. Wenn nicht, können wir die Route ja auch immer noch abbrechen. Fibit-Prozessoren. Ausgangssektor hier, nach dort. Nein. 20 Stück, bitte. Lieferung wird veranlasst. So. Verbindung wird hergestellt. Jetzt sollte das Ganze hier laufen. Genau, so war das geplant. Können wir eigentlich noch mehr Aufträge machen währenddessen? Ich dachte, ich melde das Problem mal lieber, bevor es heißt, die Handwerker hätten es verbockt. Großartig. Okay, wir sollen Graphen auf eine... Ne, finden Sie einen Sicherheitsgleiter auf einer beliebigen Insel. Ein Sicherheitsgleiter, okay. Gut gemacht. Vielen Dank. Ja, war ja doch. Ist nicht so schwer. Sonst gibt es hier keine Mission mehr, außer natürlich die Konfliktzone. Die könnten wir auch gleich eigentlich nochmal machen. Schauen wir hier gerade nochmal nach. Wir können hier noch ein paar aufsteigen lassen, sehe ich gerade. Machen wir nochmal. So. Ja, und wir müssen jetzt hier einfach warten, sehe ich das richtig? Ja. 13 Minuten. Wie sieht es denn hier mit unserer Übersicht aus? Haben wir denn da alles erfüllt? Ja, ja, ja. Ich nehme an, eine höhere Stufe gibt es jetzt nicht mehr. Ich tippe fast drauf. Wir könnten mal hier so ein paar Feuerwerke machen. Gerade an unserem Hauptquartier natürlich. Großer Parkplatz. Ist jetzt nicht so das, was ich haben will. Eher so Parks, genau. Ich will mal hier in diese Lücken immer so Parks stellen. Das passt nicht vernünftig. So. Da kann noch mal Feuerwehr hin. Feuerwerk, nicht Feuerwehr. Ist hier noch irgendwo Lücken? Hier oben an dem U-Bahn-Platz. Auch nicht so wirklich toll. Ja, hier gibt es auch ein bisschen Feuerwerk jetzt. So wollte ich das auch sehen. Aber das hier ist, glaube ich, einfach das Schloss aus den früheren Teilen. Als Firmenhauptsitz. Ich würde fast sagen, wir haben gar nicht mehr so viel, was wir machen können. Ne? Also, dieses Projekt würde ich auf jeden Fall hier noch abschließen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Projekt dann jetzt hier noch so lange gehen sollte, Anno. Könnt ihr gerne noch schreiben, ob ihr noch irgendwelche Ziele habt, die ich mir setzen soll. Weil ich bin jetzt irgendwie ein bisschen überrascht, dass jetzt so schnell diese Hauptquest vorbei ist. Gut, wir haben natürlich an dem letzten Auftrag sehr lange gehangen, aber ich dachte, es wäre jetzt irgendwie nochmal was Großes gekommen irgendwie. Auch wir gehören jetzt zu den Big Five, beziehungsweise natürlich jetzt Big Six. Warum gibt es denn dafür kein Video? Uns gab es doch hier ganz viele Videos. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß, dass ja in naher Zukunft auch nochmal die DLCs kommen. Ich glaube, Ende Januar und Ende Februar, die werde ich dann auch sicherlich spielen. Aber ich weiß halt nicht, ob es denn jetzt in der Zwischenzeit, ob ich das Ganze weiterbringen soll. Also, wie gesagt, wenn ihr da gerne noch Vorschläge habt, was ich denn noch für Ziele setzen kann, könnt ihr mir die gerne schreiben. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge erstmal in der Kampfzone nochmal hier vorbeischauen. Die Interventionen. Wir könnten natürlich auch nochmal andere Inseln kaufen, aber ob es das denn so bringt, weiß ich halt nicht. Meine Zeit ist kostbar. Ich weiß gar nicht, wenn man die kauft, sind dann da auch Häuser drauf oder kriegt man einfach nur... Oder, ja... Kriegt man dann nur die Inseln. Das wäre auch mal spannend. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal, dass wir eins übernehmen. Cassian Industries. Kann ich Ihnen irgendetwas bringen? Projekt seltene Rohstoffe. Sie haben 5 Minuten.
Energieprojekt. Was hatten wir hier für ein Projekt? Das habe ich schon wieder vergessen. Gibt es hier irgendwo Sektorinformationen? Nee. Also hier ist auf jeden Fall ein Monumentprojekt oder so. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ich habe Ihnen ein Gut. Jetzt muss ich keine Zeit mehr dafür verschwenden. Suchen wir hier nochmal an Kisten. Ich will nämlich eigentlich auf jeden Fall diesen Auftrag in dieser Folge noch abschließen hier. Natürlich währenddessen mal die Zeit immer noch schnell laufen lassen. Ich kann aber nicht gleichzeitig auf Plus drücken und hier vernünftig rumscrollen. Wo sind denn hier Kisten? Hier nicht. Ich sehe keine Kisten. Ist das eine Kiste? Nein. Das gehört zu unserem Dings. Hier sind Kisten. Hier sind Biopolymere. Hä? Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel? Kisten. Also so viele Inseln haben wir ja nun nicht. Oder sind die alle auf dieser Insel vielleicht? Hier sind Kisten. Da auch. Da auch. Ja, es ist wirklich auf dieser Insel. Ist ein Kistenstapel noch? Da ist er. Schnell und effizient. So macht man Geschäfte. Sehr schön. Das ist lustig. Ich habe gerade an Sie gedacht. Wunderbare Neuigkeiten. Okay. Klar, lass dir Zeit. Sammeln Sie Treibgut ein. Ich will mich nur erkundigen, wie es läuft. Fünf Minuten brauchen wir auf jeden Fall noch für diese erste Stufe des Projekts. Wir werden das hier auf jeden Fall auch zu Ende machen. Also ich will hier schon das Monument errichten. Und wie gesagt, ich will halt auch noch zumindest einen Sektor übernehmen. Ob ich ihn dann ausbauen werde, ist dann die andere Frage. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir erstmal eine Kampfintervention. Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Cut, bis wir hier diesen Schritt erfüllt haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da soll das Projekt abgeschlossen sein. Der erste Schritt. Ein Freiwilliger benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. Laden Sie Fahrzeug mit 120 Titan. Ja. Haben wir denn hier 120 Titan? Graphen? Polygierung? Haben wir Titan hier? Titan haben wir doch eigentlich auch nur auf dem Mond, oder nicht? Ja, wir werden es ja sehen. Ich kann auf jeden Fall mal hier gerade diese Route wieder canceln. Löschen. Ja. Dadurch werden Kapazitäten frei. Ja, ich muss hier erst Titan hinliefern. Neue Transferroute. Mond. Titan. Überschuss von 10 haben wir. Dann lassen wir die nochmal hier ausliefern. Und dann würde ich aber sagen, das dauert natürlich jetzt einen Moment, bis wir hier 120 haben. Und in diesem Moment können wir gut hier so eine Kriegszone machen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.